Hier ist eine Knallkorb. Viel Spaß. Ja, nach dem letzten Sturm musste ich bei unserem Dach die Antenne neu ausrichten. Bin ich abgerutscht, bin ich vom Dach gefallen. Als ich dann im freien Fall nach unten war, komme ich bei unserem Küchenfenster vorbei, war meine Frau gerade am Kartoffelschälen. Ich sag, schäl nur die Hälfte, ich esse im Krankenhaus. Als ich zuletzt vom Kehlen ausgekommen bin, bin ich zu schnell bei uns in der Einfahrt rein, bin ich voll in die Garage geknallt. Zum Glück war ich ohne Auto. Kommt meine Frau raus, setze, wenn du so weiter säufst, kannst du bald zu den anonymen Alkoholikern gehen. Ich sage, ich trinke doch nicht mit Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Vor Gitarre sag ich für meine Frau, sollen wir denn gleich mal schön Liebe machen? Och, Sätze, lass mal doch was machen, was du auch kannst. Ich sag, weißt du überhaupt noch, wann wir uns das letzte Mal geliebt haben? Sätze, wann war das denn? Ich sag, das war zu der Zeit, als der Niki Lauda noch zwei Ohren hatte. Sätze, was würdest du eigentlich machen, wenn ich mit einem anderen Mann abhauen würde? Ich sage, dann würde ich den fragen, warum er nicht früher gekommen ist. Ja, ich musste dann gehen, weil ich einen Termin beim Augenarzt hatte. Treffe ich um Weg dahin eine frühere Kollege. Sagt, ich hab zu Hause gerade 2-1 verloren. Ich sag, kannst du mir das mal erklären? Sagt, meine Frau wollte zweimal, aber ich konnte nur einmal. Ich sag, ich hab gestern 3-1 gewonnen. Sagt, wie hast du das denn gemacht? Ich sag, war ein Auswärtsspiel. Als ich dann später bei dem Augenarzt reinkomme und der mir so die Augen untersucht, sagt er auf einmal, wie haben Sie mich überhaupt gefunden? Sagt er, da ist nichts mehr zu machen, Sie müssen operiert werden. Ich sage, kann ich dabei auch sterben? Sagt er, da müssen wir mal gucken. Danach musste ich dann zu so einem allgemeinen Arzt. Ich sage, Herr Doktor, mein rechtes Ohr hat einen Geist aufgegeben, ich kann da nichts mehr hören. Da hat er direkt da reingeguckt. Seht ihr, das liegt am Alter. Ich sage, ist das rechte Ohr denn älter als das linke? Wie der mich dann weiter untersucht, sagte auf einmal, ja, Sie gefallen mir überhaupt nicht. Ich sag, Sie sind aber auch keine Schönheit. Ich sag, aber das schlimmste Problem ist, immer wenn ich mich mit einer Frau unterhalte, spüre ich so eine innere Aufregung. Sagte, haben Sie denn beim Sex auch? Nee, ich sag, dann bin ich ja immer allein. Als ich dann später bei dem Arzt rauskomme, kommt da die Frau, die drei Häuser neben uns wohnt. Setz, ich war auch gerade beim Arzt, jetzt bin ich doch tatsächlich schwanger. Ich sag, da wird der Vater aber stolz sein, dann will er doch bei der Geburt auch bestimmt dabei sein.
Nee, Setz, das möchte ich nicht, das wäre mir unangenehm. Ja, sag, warum das denn? Setz, der versteht sich doch mit meinem Mann überhaupt nicht. Ich musste mich dann beeilen, weil ich noch zum Friseur wollte. Wie ich denn beim Friseur in dem Stuhl Platz genommen habe, sagte zu mir: Normaler Schnitt oder hast du einen besonderen Wunsch? Ich sah rechte Seite lang, linke Seite kurz und hinten ein paar Stufen rein. Nee, sagte, so schneide ich dir die Haare nicht. Ich sag, wieso? Hast du zuletzt auch gemacht? Ja, danach bin ich dann auf kürzestem Wege direkt in meine Stammkneipe. Wie ich an der Kneipe ankomme, steht da einer vor der Tür total besoffen. Sagt, ich kann mein Auto nicht finden. Ich sage, dann fahr doch mit dem Bus. Sagt, der kriegt doch ja nicht in die Garage. In dem Moment kommt dann Frau, ganz allein. Habe ich die einfach mal angesprochen. Ich sage, möchten Sie mal mit mir schlafen? Setz, ich bin doch keine Prostituierte. Ja, ich sage, ich will ja nichts bezahlen. Wie ich dann in die Kneipe reinkomme, sah ich für den Wirt. Hat die Küche noch geöffnet oder war das Ordnungsamt schon hier? Nee, seht, ist noch alles da. Ich sag, dann bring mir mal was. Wie der mir das Essen da hinstellt, kommt aus einem Hund aus der Küche. Setzt er sich neben mich und guckt mir immer so auf den Teller. Sag ich für den Wirt, findest du das gut, dass der Hund immer so auf meinen Teller guckt? Ja, seht, das ist doch auch seiner. Ich sag, hör mal, wie war das eigentlich im Urlaub? Sagte, wir waren in Rom, da wollten wir das Kolosseum besichtigen, aber da stand nur der Rohbau. Ich sag, das ist dasselbe wie am Brandenburger Tor, da sind auch noch keine Türen drin. Jetzt steht an der Theke einer neben mir, guckte mich an, sagte, wie siehst du denn aus? Du hast ja einen richtigen Bauch gekriegt. Ja, ich sag, immer wenn ich mit deiner Frau geschlafen habe, ja, wird Kuchen mit Sahne. Kommt nicht an. Auf einmal jede Tür auf, kommt da mein bester Freund rein. Seht, ich habe zu Hause nicht mehr ausgehalten. Ich sage, was ist passiert? Seht, mit meiner Frau ist im Bett nichts mehr los. Ja, ich sage, das stimmt. Seht, aber vielleicht liegt das daran, weil ich nie ein Vorspiel mache. Ja, ich sage, warum machst du das denn nicht? Seht ihr, du hockst dich da auch nicht eine Viertelstunde vor der Garage, bevor du reinfährst. Jetzt steht deine Theke auch eine Frau. Ich sag, deinen Mann habe ich lange nicht mehr gesehen. Setze, mein Mann ist abgehauen, aber ich lasse den jetzt von der Polizei suchen. Glaubst du, dass die den finden? Ja, ich sage, hatte denn er irgendwelche besonderen körperlichen Merkmale? Nee, setze, die kriegt er erst, wenn er wieder zu Hause ist.
Als ich dann später aus der Kneipe rauskomme, kommt eine Kegelbruder von mir. Ich sage, ist auch ein Bier trinken? Nee, seht ihr, in der Kneipe ist doch keine Stimmung, da ist doch nichts los. Ich sehe, jetzt sind Seniorenbordell. Ich sage, was willst du denn im Seniorenbordell? Ja, seht ihr, da jeder nicht so steif zu. Als ich dann endlich wieder zu Hause war, bin ich zunächst mal bei uns in der ersten Etage. Da ist jetzt eine alleinstehende Frau eingezogen. Wie die mir die Tür aufmacht, hat die überhaupt nichts an. Ich sage, ich will jetzt endlich mal die Miete kassieren. Jetzt musst du noch mal wiederkommen. Im Moment bin ich gerade die Stromrechnung am Bezahlen. Als ich dann bei uns in der Wohnung war, kommt meine Frau rein, setze, wir wollen ja mal unsere neuen Nachbarn einladen. Ich habe heute mal mit denen gesprochen, aber die riechen so stark. Ich sage, dann laden wir sie eben ein, wenn wir erkältet sind. Wie ich dann bei uns aus dem Fenster gucke, seht, meine Frau, wenn die Leute, die uns hier überwohnen, heute Abend wieder Sex am offenen Fenster machen, dann gehst du aber mal rüber und sagst denen Bescheid. Ich sag, dann geh ich da moin hin. Seht, warum denn erst moin? Ich sag, weil ich für heute schon bezahlt hab. Letzten Sommer ist meine Frau allein in Urlaub gefahren. Nach 3 Tagen hat sie mir eine SMS geschickt. Habe Kai Pflaume kennengelernt. Will mit mir schlafen. Was soll ich tun? Habe ihn SMS zurückgeschickt. Bin in 8 Tagen bei dir. Werden darüber reden. Pflaume so lange hinhalten. Ja, so hat im Leben alles seine Zeit. Heute Freude und morgen Leid. Doch dass ihr verschont bleibt von Sorgen und Schmerzen, das wünsche ich euch, der Knallkopf, von ganzem Herzen. Dankeschön. Tschüss zusammen. Was für ein grandioser Auftritt. Unser Temperamentsbündel hier in Carnevalissimo. Das war eine Knallkopf. Dieter Röder. Vielen Dank. Ich habe den Dieter mal gefragt, wie lange er mit seiner Frau zusammen ist, und er hat gesagt, 25.